Es könnte eng werden für den Republikaner Ted Cruz, bisher Senator im konservativen US-Bundesstaat Texas. Bei der Wahl am Dienstag geht es um seinen Senatorenposten, den er verteidigen will. Doch er liegt nur knapp vor seinem Herausforderer Beto O'Rourke von der Demokratischen Partei. Deshalb zog Cruz am Sonntagabend in Dallas auch noch einmal viele Register seiner konservativen Agenda, zum Beispiel als Befürworter eines Waffenbesitzes für möglichst jeden hier. Unsere Verfassung bestimmt das fundamentale Recht von Gott gegeben, das jeder von uns hat, wenn jemand in dein Zuhause kommt und deiner Familie schaden will, dass du dann das von Gott gegebene Recht hast, dich und deine Familie zu verteidigen. Letzte Umfragen sehen Cruz allerdings nur noch rund 6 Prozentpunkte vor seinem Herausforderer. Das Rennen hier wird weit über die Grenzen von Texas hinaus mit besonderer Spannung beobachtet.